Hoffentlich enden wir nicht bald auch so. Spionagemäßig. Dann. Ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Wir ziehen jetzt los. Gehen wir frühstücken, gehen nochmal Internet gucken, ne? McDonalds oder sowas. Oh, und dann fahren wir los. Ich habe mir extra so eine SIM-Karte gekauft, mit der ich im Ausland das Internet benutzen kann. Allerdings muss ich die erst aktivieren und dafür brauche ich Internet. Und wir hatten jetzt irgendwie seit einem Tag kein Internet mehr, weil das Internet am Campingplatz, wo wir uns hier eingenistet haben, nicht funktioniert. Dann fahren wir nach Padua. Mal sehen, wann wir da sind. 5 Stunden haben wir Zeit. Schaffen wir. Bis nach Padua zu kommen. Das ist die Stadt vor Venedig, wenn ihr es nicht kennt. Ich kann es auch nicht. Und jetzt sitzen wir erstmal im Schatten. Es ist so warm heute. Es ist jetzt irgendwie auch schon 16 Uhr oder so. Ja, aber es ist irgendwie 35 Grad heute schon. Es ist echt warm. Aber wir haben es endlich geschafft. Wir haben jetzt auch endlich Internet. Dafür ist jetzt heute mein Rechner abgeraucht. Wir nehmen das alles nicht so eng. Hoffentlich ihr auch nicht. Und wir gucken uns jetzt den Rest von der Stadt an. Wir müssen nachher noch zu dieser Basilica di San Antonio. Wir hoffen, dass uns die Fahrräder nicht geklaut werden. Wir haben gehört, hier muss man aufpassen, mit Fahrrädern klauen. Aber wir passen auf und die Fahrräder beim Billo-Schloss, sehen, glaube ich, auch so billig aus. Die Fahrräder, die will keiner klauen. Wir sind jetzt bei der St. Antonius-Kirche, Kathedrale Antonio. Und ich muss da zumindest mal rein, denn St. Antonio ist der Schutzpatron meiner Familie. Aaron kommt wahrscheinlich mit, aber leider muss ich die Kamera wegpacken, denn ich sehe schon, Film ist drin verboten, deshalb müsst ihr euch leider damit zufrieden geben, sie nur von außen zu betrachten. Aber auch von außen ist sie schon ganz eindrucksvoll, finde ich. Eindrucksvoll drin. Ich finde die richtige Mischung zwischen alles vergoldet und schick. Ich finde es echt krass. Ich war ja noch nie im Thai. Und wenn man so eine Kirche sieht, ist es unglaublich. Mit welchem Aufwand die da sowas gemacht haben. Und aber das Eis hinterher ist auch sehr gut. Wer auch immer mal nach Padua kommt, hier ein Eis probieren. Ich bin echt überrascht. Wir waren nur bei unserem Café an der Seitenstraße hier, aber das Eis ist echt gut.